Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Galaxy of Heroes. Gebt acht, das ist nämlich eine ältere Aufnahme, die jetzt von mir neu bearbeitet wird und nachsynchronisiert wird. Die Qualität bleibt leider ein bisschen schlechter, wie ihr jetzt hier gerade seht, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. So, ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, sonst hört ihr nämlich keinen Originalton mehr, aber sicherer ist, sonst habe ich nämlich einen Strike am Hals und das wäre nicht so schön. Dann tue ich doch mal den Schneesturmtruppler aktivieren. Und Dankeschön, Spiel. So, wie viele Sterne hat er? Einen. Sehr schlecht. So. Dann leveln wir den doch jetzt auch mal hoch. So. Oder auch nicht. So. Zack. Store. Da haben wir einmal eine Premium. Eine Bronzium. Premium oder. Irgendeine Karte halt. Erfolg freigeschaltet. Sammle deine Kräfte. Gewöhnlich 100 XP. Haben wir den in der letzten Folge schon bekommen? Also falls ihr euch fragt, hä, was macht der Typ denn da? Was ist da los? Das sind die alte Aufnahme. Habe ich euch ja vorhin schon mal gesagt. Deswegen kann es manchmal vorkommen, dass es schlecht gekartet ist oder so. So. Gut. Was hat denn der Vergangenheits-Philipp dann gemacht? Tja, der hat jetzt irgendwie so komisch rumgeguckt. Und dann war in der letzten Folge danach die Folge rum. So. Aber wahrscheinlich habe ich nur mal kurz reingeschnitten und dann starte mir jetzt mit der neuen Folge. Oder? So. Der Todesstern, das will er jetzt auch nicht. So, eigentlich müsste jetzt die Musik mal ein bisschen leiser wäre. Oder auch nicht. Das muss ich nachher noch nachprüfen, wie laut oder wie leise man die mache. So, den trainieren wir jetzt aber. Okay, das reicht leider nicht. So, also ich bin mir sicher, dass wir es in der letzten Folge schon gemacht habe. Oh, was macht denn der Vergangenheits-Philipp für eine komische Sache? Und auf geht's. Wir kämpfen. Oh, wird geladen. Da müsste es gleich losgehen. Ja. Ob mir den Kampf schon mal gemacht habe, erinnere ich mich nicht. Die machen jetzt auf jeden Fall Blatt. Tschuh. Jawohl, erster. Zack. Okay, jetzt hört man aber ein bisschen Hintergrundton. Ja, man hört, wenn sie schön rumschieße. Aua. Das wird ein Nachspiel habe. So. Gut, die Musik muss ich ein bisschen nach. Leiser mache, aber schon passt es eigentlich. In der letzten Folge ging auch kein Copyright auf meine Musik. Ich meine nicht Musik, sondern auf meinen Hintergrundton. Deswegen schaffen wir das jetzt auch. Welle Nummer 2. Okay, nochmal drei von denen Sturmtruppler-Kundschaftler. Sehr nervig von euch. Finisher. Bam. So, Chewie. Die Konsul heißt der, glaube ich. Ah, schon wieder eine Granate. So, Feuer. So, Finish, jawohl. Zack. Okay, den kostet es jetzt vielleicht, wenn wir ihn nicht heilen. Ja, okay, passt wieder. So. Okay, noch ein Schuss. Jawohl. Welle Nummer 3. Letzte Begegnung. Die Musik passt gerade ein bisschen. Auch wenn es eigentlich so Sith-Musik ist, aber die sind ja auch böse. Wir kämpfen hier gerade gegen Level 12er und wir sind nur Level 9. Gut, aber hoffentlich gewinnen wir es. Und hoffentlich bemerkt ihr nicht, dass es derselbe Kampf ist wie in der letzten Folge. Weil da hat der Vergangenheits-Philipp schlecht geschnitten. Weil ich habe damals die Folge dann nochmal in ein anderes Format gepackt, damit es nicht so viel Speicher kostet. Und habe die dann auf meine Festplatte gemacht. Und da, wo ich dann die letzte Sicherung von der Festplatte gemacht habe, habe ich dann die Let's Play-Aufnahme auf meine große Festplatte hier auf dem PC gemacht. Die hat 1 TB Speicherplatz, dann war nämlich die Festplatte wieder in Ordnung. So, also diese Sturmtruppler tun jetzt alle das Feuer auf sich lenken, damit wir nicht die Garde angreifen können. Die uns die ganze Zeit betäubt.
Hä, war das überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob das der Kampf war. Weil ich glaube nämlich gestern, dass mir danach die Level 2er, also das Level 2er Dings da abgeschlossen habt. Ich glaube, ihr wisst vielleicht nicht, was ich jetzt gerade meine, aber die Levelstufe. Es gibt ja diese Stufe, einmal Stufe 1, dann kommt Stufe 2 und die kann man wieder auf schwer spielen. So, okay, ich glaube, jetzt müssen wir mal harte Geschütze auspacken. Heilung. Jawohl, so. Wir machen es aber ordentlich zu scharfe. Aber wir sind noch voll, im Gegensatz zu denen haben wir noch nicht drei Truppe gleich verloren. Jetzt kriegt der Finisher-Schuss. Bam, jawohl. Ob wir dann weitere Let's Play-Teile drehen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich bis jetzt noch nicht dabei, wieder welche vorzuproduzieren. Jetzt tun wir erst einmal die alte Aufnahme hier recyceln, indem wir das nochmal als Let's Play aufnehmen. So. Lego Herr der Ringe werde ich jetzt auch nicht nochmal recyceln und es nachvertun, weil das habt ihr ja schon als Let's Play. Und wenn, dann würde ich eh gern Lego Hobbit spielen, und zwar die PC-Version. Da muss ich dann die Zwischensequenze nachvertonen, weil da ist ja Originalmusik drin. Oder ich weiß gerade im Moment noch nicht, wie ich das mache. Oder ich muss halt den Ton extra aufnehmen und dann nachträglich einfügen. Und Finisher-Schuss. So, perfekt, abgeschlossen. Sieg. 1, 2, 3. 3 Sterne, weil keiner ist von uns gestorben. So, jetzt können wir dann wieder jemanden trainieren. 1, 2. Ja, genau, da steht doch die 3. Und letzte Folge haben wir den letzten Kampf von der Stufe 2 abgeschlossen. So. Das alte Art-Intro, sage ich jetzt mal. Das mit dem Schriftzug habe ich übrigens weggeschnitten. So, jetzt kriege ich mir ein Level 10 trainiert. Zack. Das müssen wir jetzt nicht genau gucken. Irgendwann kommen ja noch die Update-Folge. Die synchronisiere ich dann einfach nach. Jetzt kämpfen wir mit Level 10er, 9er und Level 9er gegen Level 13er mit einer Elite-Truppe. Was hast du dir dabei gedacht, Philipp? Vielleicht hätte mir da irgendwie ein bisschen farmen sollen. Das machen wir vielleicht irgendwann später nochmal. Weil, warum hat der Chewie jetzt keine Blasterschüsse abgekommen? Der Klontruppler hat den Rotationsblaster so gedreht, dass er ihn eigentlich auch getroffen hätte. Lenken wir mal alle Angriffe auf der Chewie. So. Okay, er schießt knapp vorbei, aber vorhin hätte er ihn getroffen. Ja, es sieht, er kriegt jetzt ganz viel ab, aber dem Chewie macht es nichts aus. Der hat ja 3 Balge und die andere habe jetzt nur 2. Das ändert sich irgendwann. Jetzt hat er im Chewie knapp am Hintern vorbeigeschossen. Also das war knapp, das sage ich dir, Chewbacca. Pass mal ein bisschen auf, was die hinter dir mache. So, ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass die Musik im Hintergrund sich nicht die ganze Zeit wiederholt. Vielleicht, ja, schau sie, ihr habt es doch jetzt gerade auch gesehen, da hat dem Chewie hinter reingeschossen. Stirb, jawohl. So, jetzt nochmal eine Granate, der erste Balge vom Chewbacca ist schon mal weg. Aber der kommt jetzt wieder langsam ran. So, zack. Ich denke die ganze Zeit irgendwas clever dahinter mir, also so wie so eine Kette oder sowas. Es ist ein Musikstück dort drin, deswegen klimpert es auch so ein bisschen kurz. So, dich machen wir jetzt auch fertig, du Blödmann, du. So, Kollege Turnschuh. Tschüss. So, Erfolg. Fortschritt 3 von 3, letzte Begegnung. So, 3 Ehrengarde, ein Sturmtruppler und der Großmoff Talkin. So, alle Angriffe auf der Chewie. Also ich bin... Ja, genau, das ist blöd, weil da tun uns unsere Angriffsdinger nur noch auf 50% reduzieren. Und der Chewie ist schon wieder nicht gestorben, obwohl er abgeschossen wurde von seinem eigenen Freund. So, Luke. Das spiele ich ja natürlich nicht kanonisch, das wäre ja auch ein bisschen unlogisch. Weil man kann mit jedem Gute, mit jedem Gut-Böse gemischt gegen andere Klassen kämpfen, deswegen ist es natürlich nicht kanonisch. Gibt es überhaupt kanonische Handyspiele? Ich glaube nämlich nicht. So. Jetzt müssen wir mal heilen, bevor unser Klontruppler
Er stirbt. So, und ich hoffe, der macht uns jetzt nicht schon wieder. Ja, langsam wird's kritisch. Heile können wir noch nicht. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir langsam die königliche Garde ausgeschaltet bekommen. Von der Garde habe ich als Lego-Figur leider keine. Vielleicht machen wir jetzt rundum. Jawohl. Also ich weiß nicht, vielleicht ist der Chewbacca auch irgendwie so machtsensitiv und kann die Angriffe abhalten. Ich weiß es nicht. Warum hat der Philipp gerade eben nicht geheilt? Oh, jetzt stirbt er hoffentlich nicht. Aha. Okay, jetzt haben wir den los. Ja, perfekt, Vergangenheits-Philipp. So macht man das natürlich. Jetzt kriegen wir keine 3 Sterne mehr, oder? Ja, wenn die können wir das einfach mal später nachholen. Ist ja nicht wichtig. Man muss ja einfach nur den Angriff überleben. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn der Großmoff Tarkin Elite Gegner ist. Da hat man auch nicht so viel Chance, wenn der mehr Angriffe macht. So, jetzt machen wir ihn aber fertig. So, ja. Ausweiche können wir noch nicht, deswegen. Jetzt holen wir ihn aber. Und zack. Ah, immer noch nicht. Jetzt aber. Chewie. Setzen wir mal alles auf der Chewie. Dann sind die anderen trotzdem noch sicherer. So. Der hat ja immer noch genug Balke und ich hoffe, dem passiert jetzt nichts. Später gibt es eine Fähigkeit, wo der Chewie sich heilen kann und dann noch zusätzlich Schild erhaltet. Also, dass er 75% oder 25-30% besser geschützt ist. So, Finisher-Treffer war das. So. So. Dann holt er sich jetzt nochmal Rüstung und maximale Gesundheit und Resistenz. Gut. Dann, Ewok, bist du bereit? Ja. Gut. Also später nehmen wir das dann mit Bluestacks auf, im gesetzten Fall, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, suche ich mir ein anderes Spiel, das eine Let's Play wäre, weil bis jetzt hatte ich noch nie Let's Play gemacht am PC. Ja, 2 Sterne ist ja auch besser als 1 Stern oder kein Stern, weil kein Stern wäre tot. Oder war das, dass nur einer überlebt hat? Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, die 14er überleben wir nicht. Okay. Was bekommen wir? Ja, nichts Besonderes, aber Stufeaufstieg Level 10. Bonusenergie und sag Quests. Simuliere einen Angriff. Tägliche Belohnung. Rüste 6-mal was aus. Das werden wir jetzt vielleicht machen. Tägliche Anmeldung. 20.000 Credits. Nein. Charaktere. Jetzt können wir wieder einen verbessern. Oder wir können die Talia aktivieren. Was mir jetzt natürlich machen wäre. 100 Credits wird es kosten und bekomme die Talia und habe nicht einmal gesehen, wie viele Sterne sie hat. Sie hat 3 Sterne und zack, ausgerüstet. So, irgendjemanden müssen wir jetzt trainieren. Ich entscheide mich für den Luke. So, zuweisen. Ja, Level 10 erreicht er. Zack. Stärke 775. So, nachdem wir das jetzt eingesammelt haben, ist, glaube ich, die Folge fertig. 75 Kantina normal. Genau. So, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß. Ciao.